Stell dir vor, du möchtest ein Restaurant eröffnen, kriegst von der Behörde eine Gaststättenerlaubnis, aber dann steht da einfach eine doofe Auflage drin, und zwar, dass du all deine Stühle in der Gaststätte gelb anmalen musst. Das möchtest du natürlich nicht tun und dich dagegen wehren. Aber wie genau wehrt man sich denn gegen diese einzelne Auflage? Die spannende Antwort gibt's in diesem Video. Los geht's und viel Spaß! Ein Verwaltungsakt kann nach 36 VWVFG mit einer Nebenbestimmung versehen werden. Wenn du den ganzen Verwaltungsakt loswerden willst, kannst du Anfechtungsklage erheben. Aber die Gaststättenerlaubnis, also den Verwaltungsakt, den willst du ja behalten. Das Einzige, was du loswerden willst, ist diese einzelne Nebenbestimmung, also die Auflage, dass die Stühle gelb angemalt werden sollen. Wie funktioniert das? Geht das überhaupt? Kann man so eine Nebenbestimmung isoliert anfechten? Und wenn ja, mit welcher Klageart? Das ist das Problem, das wir dir in diesem Video erklären. Und wenn es in deiner Klausur relevant wird, dann sprichst du das bei der Statthaftigkeit der Klageart an. Ansicht Nummer 1 sagt, die statthafte Klageart ist in so einem Fall immer die Verpflichtungsklage. Und diese Verpflichtungsklage ist gerichtet auf den Erlass einer Gaststättenerlaubnis, aber ohne Auflage. Eine zweite Ansicht unterscheidet nach Art der Nebenbestimmung. Es gibt nämlich selbstständige und unselbstständige Nebenbestimmungen. Selbstständige Nebenbestimmungen sind Auflagen und Auflagenvorbehalte. Und eine unselbstständige Nebenbestimmung ist die Befristung, die Bedingung oder der Widerrufsvorbehalt. Diese Ansicht sagt, bei einer selbstständigen Nebenbestimmung ist die Anfechtungsklage statthaft und bei einer unselbstständigen Nebenbestimmung die Verpflichtungsklage. Bei dieser Ansicht musst du dann häufig Auflage und Bedingung voneinander abgrenzen, weil je nachdem eine andere Klageart statthaft ist. Die dritte Ansicht unterscheidet nach der Art des Hauptverwaltungsaktes. Wenn der Hauptverwaltungsakt, also zum Beispiel die Gaststättenerlaubnis, eine gebundene Entscheidung ist, dann ist die Anfechtungsklage statthaft. Wenn die Entscheidung aber eine Ermessensentscheidung ist, dann ist die Verpflichtungsklage statthaft. In unserem Fall ist die Erteilung der Gaststättenerlaubnis nach den § 2 und 4 Gaststättengesetz eine gebundene Entscheidung und deshalb nach dieser Ansicht die Anfechtungsklage statthaft. Ansicht Nummer 4 ist die herrschende Meinung und die sagt, es ist in jedem Fall die Anfechtungsklage statthaft. Die einzige Voraussetzung dafür ist die prozessuale Teilbarkeit. Prozessuale Teilbarkeit bedeutet, die Nebenbestimmung muss logisch trennbar vom Verwaltungsakt sein und die isolierte Anfechtung darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein. Ob diese Nebenbestimmung dann wirklich isoliert aufgehoben werden kann, das nennt man dann materielle Teilbarkeit, das ist eine Frage der Begründetheit und musst du dann dort ansprechen. Also nach der herrschenden Meinung wäre in unserem Fall die Anfechtungsklage statthaft, weil man kann diese Nebenbestimmung ohne Probleme vom Hauptverwaltungsakt trennen. Die Gaststättenerlaubnis bleibt auch so sinnvoll bestehen, egal ob die Stühle gelb sind oder nicht. Das waren jetzt die vier verschiedenen Möglichkeiten, diese Konstellation zu lösen. Kurze Zusammenfassung, was sagen die Ansichten jeweils für unseren Fall? Ansicht 1 sagt Verpflichtungsklage, die anderen drei Ansichten sagen Anfechtungsklage. An dieser Stelle musst du also den Streit entscheiden, ob du eine Verpflichtungsklage oder eine Anfechtungsklage nimmst. Was spricht denn für oder gegen eine Verpflichtungsklage? Dagegen spricht das Klagebegehren nach § 88 VWGO. Die statthafte Klageart ist immer davon abhängig, was der Kläger eigentlich möchte. Und das, was der Kläger in so einem Fall möchte, ist nicht der erneute Erlass des VA ohne Nebenbestimmung, sondern einfach nur der alte VA ohne Nebenbestimmung. Das heißt, die Verpflichtungsklage entspricht nicht dem Begehren des Klägers. Und das zweite Argument, was sehr eng mit dem ersten zusammenhängt, ist, durch die Verpflichtungsklage bekommst du weniger Rechtsschutz. Denn die Verpflichtungsklage ist für den Bürger extrem riskant. Weil im schlechtesten Fall kann das Gericht sagen, wir haben uns das nochmal alles angeguckt und du kriegst noch nicht mal die Gaststättenerlaubnis. Und dann steht der Kläger natürlich komplett ohne Erlaubnis da und kann seinen Laden dicht machen. Das ist nicht der Rechtsschutz, den der Bürger haben will. Also Verpflichtungsklage ist nicht wirklich überzeugend. Was aber spricht dann für eine Anfechtungsklage? Argument Nummer 1 ist Artikel 19 Absatz 4 die Effektivität des Rechtsschutzes. Der Bürger soll so viel Rechtsschutz bekommen, wie es nur irgendwie geht und wie du gerade gelernt hast, wird das am ehesten gewährleistet. Durch eine Anfechtungsklage und nicht durch eine Verpflichtungsklage. Das zweite, noch bessere Argument ist der Wortlaut von 113 Absatz 1 Satz 1. Da steht nämlich drin, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, hebt das Gericht den Verwaltungsakt auf. Das heißt, aus diesem Wort soweit kann man ableiten, dass eine Teilanfechtung möglich sein muss. Die isolierte Anfechtung von einer Nebenbestimmung ist also machbar. Wunderbar. Jetzt kennst du die verschiedenen Meinungen und die wichtigsten Argumente. Und jetzt mal angenommen, du folgst der herrschenden Meinung, wie machst du das dann in der Begründetheit? Kurze Erinnerung, die herrschende Meinung hat gesagt, man kann die Nebenbestimmung isoliert anfechten, wenn die prozessuale Teilbarkeit vorliegt. Die Nebenbestimmung muss logisch trennbar vom Verwaltungsakt sein
und die isolierte Anfechtung darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein. Das ist das, was du bei der Zulässigkeit prüfst. Und in der Begründetheit prüfst du dann die materielle Teilbarkeit. Was genau heißt das und an welcher Stelle in der Begründetheit musst du das ansprechen? Bei der Begründetheit einer Anfechtungsklage prüfst du ja immer die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes und die Rechtsverletzung des Klägers. Statt Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes musst du nur die Rechtswidrigkeit der Nebenbestimmung prüfen. Und das richtet sich nach 36 VBVFG. Danach prüfst du dann die Rechtsverletzung und wenn du das bejaht hast, machst du einfach einen neuen Prüfungspunkt auf und den nennst du materielle Teilbarkeit. Grundsätzlich liegt diese materielle Teilbarkeit immer vor. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Ausnahme 1 ist, der Hauptverwaltungsakt wäre ohne die Nebenbestimmung rechtswidrig. Wenn es sein könnte, dass diese Ausnahme einschlägig ist, musst du inzident prüfen, ob der Verwaltungsakt rechtswidrig wäre, wenn man die Nebenbestimmung wegdenkt. Zweite Ausnahme, der Hauptverwaltungsakt und die Nebenbestimmung beruhen auf einem einheitlichen Ermessenskonzept und ohne die Nebenbestimmung macht das ganze Konzept gar keinen Sinn mehr. Diese Ausnahmen sind selten, die Regel ist wie gesagt, dass die Nebenbestimmung materiell abtrennbar ist vom Verwaltungsakt. Damit sind wir durch und können zusammenfassen. In diesem Video hast du gelernt, ob man Nebenbestimmungen isoliert anfechten kann. Umstritten ist dabei immer die statthafte Klageart. Vier Ansichten solltest du kennen. Ansicht Nummer 1 sagt, die richtige Klageart ist die Verpflichtungsklage, und zwar gerichtet auf den Erlass eines neuen Verwaltungsaktes ohne Nebenbestimmung. Ansicht Nummer 2 differenziert nach Art der Nebenbestimmung, also ob die selbstständig oder unselbstständig ist. Ansicht Nummer 3 differenziert danach, ob der Hauptverwaltungsakt eine gebundene Entscheidung oder eine Entscheidung mit Ermessensspielraum ist. Und die herrschende Meinung macht es nochmal ganz anders. In der Zulässigkeit ist immer die Anfechtungsklage statthaft, wenn prozessuale Teilbarkeit vorliegt und in der Begründetheit prüfst du die Rechtswidrigkeit der Nebenbestimmung und Rechtsverletzung und danach noch die materielle Teilbarkeit. Lade jetzt noch die Übersicht runter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen.